Dann machen wir noch einen abrupten Themenwechsel, also gerade von Deutschland wieder zurück in die Schweiz. In diesen Tagen wird viel diskutiert. Man kann es lesen in der Feuilleton, 20. Todestag vom Journalist und Schriftsteller Niklas Meyerberg. Interessant, ich habe jetzt gerade eine Biografie gelesen von der Marianne Fehre, sehr interessante. Und da werden Sie einige Mal erwähnt. Sie haben ja den Schieber kennengelernt, oder? Ja, also er ist ja eine eigenartige Person gewesen am Anfang. Und ist er also ein absoluter Linker gewesen. Und zwar ein revolutionärer Linker, sicher nicht auf meiner Seite. Und hat auch, wir haben hier ja noch nicht so eine Rolle gespielt, als er da, aber er ist am Anfang, als er kam, ist noch nicht. Und haben Sie denn mit ihm diskutiert, face to face? Oder? Ja, er ist ja eigentlich, weil er ist einem nachgelaufen. Ja. Hat das, wenn man in Zürich ist, hat er einem gestellt. Und da hat man fast ein bisschen Angst bekommen, oder? Das ist ein mächtiger Keib da mit sonnigen Haaren und fast ein gefürchtes Gesicht, oder? Manchmal hat er noch so einen Hut angehauen mit so einem Rand. Und dann hat er einem angehauen, also gewiss packt er die jetzt gerade oder nicht. Und hat sofort angefangen angreifen. Ja, Sie sind auch so einer, Sie gehören auch zu denen. Zu welchen? Zu diesen Sauhunden, von diesen Grossvilas und so weiter. Also, so ist er auf einem zugekommen. Und dann bin ich ja nicht einer, der zu einem sagt, macht sie das zum Teufel kommen. Was haben denn sie? Und dann hat man mit ihm diskutieren, dann hat er auch hören und reden. Und dann hat er angefangen zu schreiben, einem schreiben. Reka hat er geschrieben, ich habe leider diese Briefwechsel nicht, ich behalte so Briefe nicht auf und die, die ich geschrieben habe, sowieso nicht, ich habe meistens auch von Hand geschrieben, dort mal noch. Und ich mag mich noch erinnern, einmal hat er einen Artikel geschrieben gegen den Meinrad Inglin. Der Schriftsteller von der Schriftsteller, Schweiz, ja, in der Schweiz, ein wichtiger Schriftsteller. Und ich, meine Frau und ich haben hier gerade Meinrad Inglin gelesen. Wir lesen manchmal die gleichen Schriftsteller, da kann man miteinander darüber reden. Und ich habe gefunden, es ist sehr ungerecht. Und zwar hat er ihm vorgeworfen, also der Inglin, der ist keine Bedeutung, der schreibt immer aus seiner Erlebniswelt, weil er Kellner war im Hotel, hat die Hotelwelt beschrieben und die Welt beschrieben aus seiner Erlebniswelt, oder? Wo der Inglin gesehen hat, da in der Innerschweiz. Und dann habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, das sei ungerecht. Natürlich schreibe ich aus seiner Erlebniswelt, aber ich kenne dann noch einen anderen, der nur aus seiner Erlebniswelt schreibe. Und der heisse Niklas Meyerberg. Und habe dann dort auch gesagt, über was er alles geschrieben hat. Und vieles von seinem Leben, wo er sei, sei nämlich sein Innere auch abarbeiten. Weil er hat ja unglaubliche Komplexe gehabt. Ich weiss nicht, er ist ja in einer Klosterschule, hat auch immer so gesagt, ich habe schliesslich Latein gehabt und humanistische Bildung und hat dort den ganzen Klosterzauber, mir hat er mal gesagt, den ganzen Klosterzauber habe ich durchgemacht, das haben sie nie durchgemacht, also sind sie ja nichts, oder? Habe ich gesagt, eben, sie schauen auch ihre Welt ist. Und wie hat er denn reagiert auf den Vorwurf? Und das war interessant gewesen. Er hat mir nicht entgegnet und gesagt, das stimmt nicht, sondern er hat gesagt, ich habe recht, ich habe überlegt. Ich habe ihm Unrecht tun. Er mache das auch. Aber er sollte es vielleicht auch nicht machen. Aber noch geschrieben, wir kommen dann auch nicht daraus raus. Und dann hat er natürlich wieder losgelassen über seine Sachen, über die Missstände. Und dann hat er mir einmal ein Büchlein geschrieben, da der, ich weiß den Titel nicht mehr, aber es geht um den Neuenburger, da bei Bavon heisst Bavon, er. Ja, ja. Bavon heisst er, das ist ein Junge. Wo der Hitler hat wollte verschiessen, ja. Im Sinn gehabt, den Hitler zu verschiessen und relativ nahe bis zum Hitler vordrungen ist. Und dann, ich weiß nicht mehr, ist er verschossen oder also gestraft wurde auf jeden Fall, als Tyrannenmörder, also ist ein Versuchter gewesen, ja, ja. Oder? Ein versuchter Mord von einem Tyrannen. Und er hat sich aufgeregt, dass der gestraft worden ist, oder? Und dann habe ich gesagt, ihm geschrieben, sei ein wunderbares Büchli. Das sei ein grossartiger Mensch. Weil er will den Hitler umbringen.
ganz alleine. Eben, ein Tyrannenmörder. Aber er rege sich auf, dass der gestraft worden sei. Das sei ja selbstverständlich, dass der Tyrannenmörder gestraft werden müsse. Weil er hätte ja einen wollen umbringen oder ermorden. Das sei die Problematik von Wilhelm Tell, sage ich das. Und er ja nicht gern hätte. Der Wilhelm Tell sei auch ein Tyrannenmörder. Der Vogt, den er umgebracht hat, um das Land können zu retten, das hätte er auch wollen. Aber wenn man das mache, dann setzen wir sich natürlich über das Recht weg. Und dann müssen wir auch können eine Strafe in Kauf nehmen. Das mache ich da dann eigentlich erst wertvoll. Nämlich, man sehe, er hat nicht aus billigem Hass oder aus einem Abneigung oder aus Zorn oder zum sich befreien, sondern der hat gesagt, jetzt muss ich das machen, um das Land zu befreien. Aber ich werde schuldig und werde gestraft. Und die Auseinandersetzung habe ich mit ihm geführt. Und er war dann interessant, wenn man in der ernsthaften Ebene mit ihm geredet hat. Hat er mitgemacht. Er hat das sogar gesucht. Weil er ist natürlich schon klar bei dem Stil, wo der keiner nur verhackt worden. Ja, der hure Tyrann, ja, der typisch. Und ja, da hat er ja die Grundlage für sein Buch. Die Wille Welt, also Wille und Wahn, ja. Das ist Familie Wille gemeint. Und er da im Heimatmuseum bei einer Ausstellung über Familie Wille ein Zeug fotografiert und geklaut hat. Also irgendwie hat er das nicht geklaut. Hat er nein, fotografiert, hat abfotografiert. Ja, und kopiert und so Zeug. Also er ist jetzt da schlau gemacht, oder? Dann hat man ihn einfach verdammt, oder? Weil er so eine unmögliche angeht und den Stil hat man vor allem dann immer verdammt. Da muss man eben aufpassen, solche Leute haben ihren Stil. Und ich bin also keiner von denen, der den Stil, man sagt, der Ziegler, der Stil, den er hat. Ich, jetzt hat er den Stil. Und das ist ja da, wo wir natürlich auch immer vorgeworfen würden, wenn sie kein Argument mehr haben, ist es ein Stil, oder? Ja, nein. Ganz am Schluss, nach dem Meierberg, hat er, glaube ich, mit Ihnen auch noch telefoniert. Ja, ist es gegen den Schluss gewesen. Also, ich glaube, da war er ein bisschen geistig umnachtet gewesen. Er hat furchtbar gelitten unter dem Irakkrieg. Also unter dem Ersten, ja. Unter dem Ersten, ja, wo da die Iraker auf Kuba gegangen sind. Zug, ja. Das sagen dem der irakische Saubannerzug, oder? Und da hat er gesagt, der Krieg muss beendet werden. Und hat er mir gesagt am Telefon, das kann nur einer, das könnte nur sie, sie. Zu Nacht um 3 hat er mir angerufen, mehrmals. Und natürlich eine völlig überschätzig. Hat er mir Heimnummer gehabt? Ja, nein, meine Privatnummer. Ich habe bin ich im Zustand, wo ich noch die Leute, wo ich noch abgenommen habe. Jetzt habe ich so viel Telefon, kann ich es nicht mehr abnehmen. Wenn sie auf den Telefonbeantworter reden. Und ich habe dann gemerkt, der überschätzt mich ja blödsinnig. Wieso soll ich ihm gesagt, erstens, Herr Meiberg, ich kann das nicht. Ja, nein, mal, Sie müssen es nur wählen. Und dann habe ich gesagt, und Sie sehen es schwarz. Schauen Sie die Welt nicht so schwarz an. Schauen Sie, in der Welt, die geht nicht unter. Und da in dem Irak und Ding natürlich furchtbar. Und mit dem Kuwait kommen die Amerikaner und so. Das gibt auch Tote und so weiter, aber sie geht nicht unter. Die Amerikaner gehen jetzt die Iraker raus. So ist es ja rausgekommen. Haben sie dann den Krieg nicht fertig gemacht? Das ist ja typisch, oder? Es ist immer ein bisschen mit Amerikanern, sind dann bis an die Grenze und dann hätten sie einmarschieren sollen. Und hätten da sollen Saddam Hussein nehmen, oder? Und nicht erst, ich weiss nicht wie viele Jahre später. Aber da ist er nicht mehr gut beieinander und er hat ja dann gleich drüber aber das Leben genommen. Wir machen noch einen abrupten Themenwechsel, also gerade von Deutschland wieder zurück in die Schweiz. In diesen Tagen wird viel diskutiert. Man kann es lesen in der Feuilleton, 20. Todestag vom Journalist und Schriftsteller Niklas Meyerberg. Interessant, ich habe jetzt gerade eine Biografie gelesen von der Marianne Fehrer, sehr interessante. Und da werden Sie einige Mal erwähnt. Sie haben ja den scheinbar kennengelernt, oder? Ja, also er ist ja eine eigenartige Person gewesen am Anfang. Und ist er also ein absoluter Linker gewesen, ein revolutionärer Linker, sicher nicht auf meiner Seite. Und hat auch, wir haben ja noch nicht so eine Rolle gespielt, wo er da, aber
Er ist am Anfang, als er kam, ist noch nicht. Und haben Sie denn mit ihm diskutiert? Face to face? Oder? Ja, er ist ja eigentlich, weil er einem nachgelaufen ist. Also, wenn man zu Zürich ist, hat er einem gestellt. Und da hat man fast ein bisschen Angst bekommen. Oder? Der ist ein mächtiger Keib da mit sonnigen Haaren und fast ein gefürchtes Gesicht. Oder? Manchmal hat er noch so einen Hut angehauen mit so einem Rand. Und dann hat er einem angehauen. Also, gewusst, packt er die jetzt gerade oder nicht? Und hat sofort angefangen, angreifen. Ja, Sie sind auch so einer. Sie gehören auch zu denen. Zu welchen? Zu diesen Sauhunden, von diesen Grossvilla und so weiter. Um das Land zu befreien. Aber ich werde schuldig und werde gestraft. Und die Auseinandersetzung habe ich mit ihm geführt. Und er war dann interessant, wenn man wieder ernsthaft eben mit ihm geredet hat. Hat er mitgemacht. Er hat das sogar gesucht. Weil er ist natürlich, schon klar, bei dem Stil, wo der hatte, der ist nur verhackt worden. Ja, der hure Tyrann, ja, der typisch. Und ja, da hat er ja die Grundlage für sein Buch, die Wille und Wahn, das ist die Familie Wille gemeint. Und er da im Heimatmuseum bei einer Ausstellung über Familie Wille ein Zeug fotografiert und geklaut hat. Also irgendwie hat er das nicht geklaut. Abfotografiert. Ja, und kopiert und so Zeug. Also er ist jetzt da schlau gemacht, oder? Und dann hat man ihn einfach verdammt, oder? Weil er so eine unmögliche angeht und den Stil hat man vor allem dann immer verdammt. Da muss man eben aufpassen, so einige Leute haben ihren Stil. Und ich bin also keiner von denen, der den Stil, man sagt, der Ziegler, der Stil, den er hat, sag ich, jetzt hat er den Stil. Und das ist ja das, was mir natürlich auch immer vorgeworfen würde, wenn sie kein Argument mehr haben, ist es ein Stil, oder? Ja, nein. Ganz am Schluss noch, der Meierberg hat dann, glaube ich, mit Ihnen auch noch telefoniert, damals. Ja, da ist es gegen den Schluss gewesen. Dann noch ein anderer, der nur aus seiner Erlebniswelt schreibe, und der heisst Niklaus Meierberg. Und hat ihm dort auch gesagt, über was er alles geschrieben hat. Und vieles von seinem Leben, das er sagt, ist nämlich sein Innere auch abarbeiten. Weil er hat ja unglaubliche Komplexe gehabt. Ich weiss nicht, er ist ja in einer Klosterschule. Er hat auch immer so gesagt, ich habe schliesslich Latein und humanistische Bildung und hat dort den ganzen Klosterzauber, mir hat er mal gesagt, den ganzen Klosterzauber habe ich durchgemacht, das haben sie nie durchgemacht, also sind sie ja nichts, oder? Habe ich gesagt, eben, sie schauen auch, ihre Welt ist. Und wie hat er denn reagiert auf den Vorwurf? Und das war interessant gewesen. Er hat mir nicht entgegnet und gesagt, das stimmt nicht, sondern er hat gesagt, ich habe recht, ich habe überlegt. Gegen Unrecht tun. Er mache das auch. Aber er sollte es vielleicht auch nicht machen. Aber noch geschrieben, wir kommen dann auch nicht daraus raus. Und dann hat er natürlich wieder losgelassen über seine Sachen, über die Missstände. Und dann hat er mir einmal ein Büchlein geschrieben. Da der, ich weiss den Titel nicht mehr, aber es geht um den Neuenburger. Da bei Bavon heisst Bavo, er. Ja, ja. Bavo heisst er, das ist ein Junge. Oder Hitler hat wollte verschiessen, ja. Im Sinn gehabt, den Hitler zu verschiessen. Und relativ nahe bis zum Hitler vordrungen ist. Und dann, ich weiss nicht mehr, schon verschossen wurde, also gestraft wurde auf jeden Fall. Als Tyrannenmörder. Also ist ein Versuchter gewesen, ja, oder? Ein versuchter Mord von einem Tyrann. Und er hat sich aufgeregt, dass der gestraft worden ist, oder? Und dann habe ich gesagt, ihm geschrieben, es sei ein wunderbares Büchli. Das sei ein grossartiger Mensch. Weil er, ich will den Hitler umbringen. Ganz alleine. Eben, ein Tyrannenmörder. Aber er rege sich auf, dass der gestraft worden sei. Das sei ja selbstverständlich, dass der Tyrannenmörder gestraft werden müsse. Weil er hätte ja einen wollen umbringen. Oder ermorden. Sei die Problematik von Wilhelm Tell, sage ich das. Und er ja nicht gern hätte. Der Wilhelm Tell sei auch ein Tyrannenmörder. Der Vogt, den er umgebracht hat, um das Land können zu retten, das hätte er auch wollen. Aber wenn man das macht, dann setzt man sich natürlich über das Rechte weg. Und dann müssen wir auch eine Strafe in Kauf nehmen. Das mache ich da dann.
eigentlich erst wertvoll. Nämlich, man sehe, er hat nicht aus billigem Hass oder aus einem Abneigungs- oder aus Zorn oder zum sich befreien, sondern der hat gesagt, jetzt muss ich das machen. Also, so ist er auf einem zugekommen. Und dann bin ich ja nicht einer, der zu einem sagt, mach sie das zum Teufel kommen. Oder so. Wo haben denn sie? Und dann hat man mit ihm diskutieren, dann hat er auch hören und reden. Und dann hat er angefangen zu schreiben, einem schreiben. Rega hat er geschrieben, ich habe leider die Briefwechsel nicht, ich behalte so Briefe nicht auf und die, die ich geschrieben habe, sowieso nicht, ich habe meistens auch von Hand geschrieben, dort mal noch. Und ich mag mich noch erinnern, einmal hat er einen Artikel geschrieben gegen den Meinrad Inglin. Der Schriftsteller von der Schriftsteller, Schweiz, ja, in der Schweiz, ein wichtiger Schriftsteller. Und ich, meine Frau und ich haben hier gerade Meinrad Inglin gelesen. Wir lesen manchmal die gleichen Schriftsteller, da kann man miteinander darüber reden. Und ich habe gefunden, es ist sehr ungerecht. Und zwar hat er ihm vorgeworfen, also der Inglin, der ist keine Bedeutung, der schreibt immer aus seiner Erlebniswelt, weil er Kellner war im Hotel, hat die Hotelwelt beschrieben und die Welt beschrieben aus seiner Erlebniswelt, oder? Wo der Inglin gesehen hat, in der Innerschweiz. Und dann habe ich ihm geschrieben und gesagt, das sei ungerecht. Natürlich schreibe ich aus seiner Erlebniswelt, aber ich kenne